Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2, natürlich mit dem Digigamer. Hallo, hallo. Spore des Waldes. Hallo. Und mir, dem Faktorfei. So, wir sind jetzt immer noch in, wie heißt eigentlich dieses Gebiet? Ja, Blutsteinsumpf. Und müssen ja eine Instanz betreten. Wir wollen zum Kolosseum des Maismantels. Na, ist auch schon hier. So, wen haben wir da? Ah, Kenach. Kenach, freut mich, dass ihr noch lebt. Ich hatte befürchtet, die Explosion hätte euch erwischt. Beinahe. Aber dann doch nicht. Ging mir genauso. Und eure Soldaten? Manche suchen immer noch nach euch. Die anderen bilden einen Verteidigungsring um diesen Ort. Ich wollte mich persönlich um den Minister kümmern. Ich brauche euch dort wirklich nur zur Bestätigung der Sachlage, falls etwas schiefgeht. Obendrein liefen mir diese beiden Delinquenten über den Weg und ich dachte mir, für die Drachenwacht wäre das sicher kein Problem. Marjorie, Ridlock. Gerade rechtzeitig, um uns zu helfen, Caudicus aufzuspüren. Ganz Götterfels hat sich darüber das Maul zerrissen. Kenach, ihr seid hier auf Befehl von... Gräfin Anis ist sehr besorgt um Caudicus Wohlergehen. Ich soll ihn nach Hause bringen. Es sei denn, der, bis die Schuld erwiesen ist, unschuldige Minister tut etwas, das eine Änderung dieser Pläne nach sich zieht. Sie muss sehr hoffen, dass sich eure Pläne ändern. Man hat mir nahegelegt, nicht viel darüber preiszugeben. Aber so viel will ich sagen. Ja. Ehe wir ihn finden, möglich, dass Caudicus hinter der Zerstörung des Blutsteins gesteckt und seine Magie konsumiert hat. Wenn das so ist, könnte er etwas stärker sein, als wir alle im Gedächtnis haben. Wenn das so wäre, könnten wir ihn nicht einfach auf Kryta loslassen. Oder vielleicht hat er es diesmal auf ganz Tyria abgesehen. Ich will nur Anis Leine abstreifen. Die Rettung der Welt wäre dabei relativ nebensächlich. Na, kann Brokkoli gay sein? Brokkoli gay. Hä? Naja, kann er. Achso, ja, kann er. Tja, bei Pflanzen bin ich mir nicht sicher. Da, das ist ein ganz besonderer Fall für sich. Schmerz! Ihr tut hier etwas weh. Au, 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 au. Spürt die Wut. Zeit, echten Schaden anzurichten. Oh, die haben doch ganz schön reingehauen, wa? Ja. Die hauen rein, ja. Komm wieder hoch. Du faule Socke. Jo. Du haust aber auch auf die Tastatur. Ja, ich bin das nicht. Nee, nee. Es ist mir schon klar, wer hier so eifrig dabei ist. Ich bin's auch nicht. Also doch, du bist. Doch. Wieder. Dick, 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 dick. Das war mein Mikrofonkabel jetzt. Das ist runtergefallen. Ja, ja. Live-Action. Dieser weiße Mantelwächter, hat der Blutstein nicht die gleiche Wirkung wie auf die anderen, gegen die ich gekämpft habe? Sie müssen nach der Explosion gekommen sein. Dann sind sie mit Caudicus gekommen. Wir sind nah dran. Hm. Tja, nimmst du eigentlich gerade auch, streamst du auch gerade wieder live? Nee, nee. Nee, okay. Warum? So. Nee, nur so. Oh, nee, nö. Nee. Nee, heute nicht. Dann, so, dann mal. Genau. Tür auf. Ach, natürlich. Das sagt mir Kenach jetzt. Wie ging das nochmal? Über deinem Lebensbalken erscheint dann so ein Feld. Das heißt Magie kontern. Ich hab zu wenig Energie. Du kannst Magie kontern. Kannst du nicht? Ah, nee. Jetzt hab ich da die Taste gesehen. Und auch. Und da ist schon gut, wenn man da eine Shortcut-Taste hat. Ja, irgendwie. Hab ich.
Interessant. Das, die ich sonst nie auf der Maus benutze, aber... Entgegenwirkt, kehren alle absorbierten magischen Eigenschaften zurück. Ich weiß da eine bestimmte Asura mit großen Ohren, die das für ihr Leben gern studieren würde. Das habe ich gehört! Ditchy schafft's nicht über die Pfeile. Komm, Dicker. Los jetzt. Ja, ich glaube an dich. Komm, komm. Ich glaube an dich. Ja. Vor allem, die kommt doch nicht mal durch deine Schuhsohle. Alter Hirsch. Perfekt. Seid echten Schaden anzunehmen. Wie erledigen wir die? Diese Blutsteine können die Magie abziehen, wenn wir die Schilde im Strom einfangen können. Spürt die Wut! Bin schneller als ein Centaur. Die Viecher halten doch ein bisschen was aus. Die Stärke des Rudels. Au. Stabilen Blutsteinbrocken absorbieren sämtliche Energie. Wenn der Kommandant recht damit hat, dass Caudicus... Ich habe jetzt ein bisschen Nahrung. Könnte das auch praktisch sein. Ja, solltest du nehmen. Kann ich auch mal nachwerfen. Was sind das eigentlich für kleine Viecher da? Naja. So. Kannst mitnehmen. So, schauen wir mal, was in der Tor Nummer 3 ist. Tor Nummer 4. Arbeitet schneller! Ich hab nur drei Finger. Ich kann nicht weiterzählen. Klingt, als wäre da vorne was. Lasst mich die Führung übernehmen. Jetzt müsst ihr häufiger kontern gleich. Magie kontern. Gut. Wie diese Sache durchzuführen ist. Und ich will nicht, dass ihr mir das, das kaputt macht. Ich mit nö. Hast du das du hast unten neben deinem F5 ziemlich. Ist. Da links davon, da erscheint das. Würdet ihr die Tür übernehmen, Kommandeur? Hast du denn schon bei den Beherrschungen uralte Magien fertig? Magiekontern? Nee. Ist nicht voll? Das ist aber schlecht. Doch, hab ich. Magiekontern hab ich. Ja, genau. Und dann erscheint immer, macht es irgend so einen Piepton, wie so ein alter Handyton. Und dann hast du so über deinem Fünfer oben drüber kommt dann immer ein kleines Feld für 1, 2, 3 Sekunden. Und das drückst du dann. Und dann kontern du das. Die 2, 3 Sekunden blinzelig oder so. Genau. Nein, da blitzelst du nicht. Heute nicht. Schauen wir mal. Ob das klappt. Minister Caudecus, ihr seid offensichtlich... Oh,
Er ist gar nicht hier. Ridlock, schlag drauf los. Mit Vergnügen. Ach, die sind noch unverwundbar. Hier in der Mitte aber nur. Ah. Zeit, echten Schaden anzurufen. Jetzt sagt mir das doch jemand. So, erstmal den kleinen Geschiss hier. Glaubt ihr wirklich, wir kommt immer neu. Ja. Ja, der kommt immer neu und dann ist sie unverwundbar. Okay. Diese Narren müssen mal in ihre Schranken gewesen werden. No. Nee. Es lohnt gar nicht, Illusionen zu machen für die Kleinen hier. Die Kraft der Blutsteine macht mich stark. Was habt ihr schon? Die Stärke des Pudels. Zu wenig Energie. Jetzt habe ich es auch gehabt. Yeah. Wow. Aber trotzdem Damage, wieso? Ja, das ist aber die blöde Uschi hier, die. Die stört hier, die stört hier seit Stunden ihre Kreise, wa? Ja. Ich stehe hier seit Stunden und wirbel meine Runden. Da gab's auch so ein bekanntes Lied. Ja. Jetzt wirbelt sie nicht mehr seit Stunden. Doch, die wirbeln noch, aber ganz schön hier. Ist immer noch unverwundbar. Ich glaube, wir kriegen den kleinen Schiss gerade nicht schnell genug weg. Nee, man muss die, Yeah. Man muss das Ding in der Mitte wegmachen. Oder? Ja, ist weg. Ist schon weg. Ja, jetzt ist wieder da. Moment, machen wir wieder weg. So, ist weg, aber immer noch unverwundbar. Ja, also doch klein Schiss. Nee, ach, jetzt weiß ich's. Man muss sie in, wenn das Ding leuchtet. Ach, das wäre auch doof, ey. Ich hab's ja schon gemacht. Man muss, wenn man diesen Ding hat, hier dieses. Ja. Diese rote Verbindung. Dann läuft man damit in sie rein und dann wird sie verwundbar. Ah, okay. Das testen wir dann gleich nochmal aus. Komm her, bleib stehen. So, jetzt habe ich's. Jetzt renne ich mal außen rum. Und jetzt ist sie verwundbar. Meinem Schild wird Magie entzogen. Oder? Naja, noch nicht. Aber sie war dabei, glaube ich. Also sie hat zumindest gemeckert. So. Jetzt. Jetzt schon wieder unverwundbar. Nee, noch nicht. Nee. Jetzt. Jetzt. Oh. Der Dummkopf muss sterben, ehe mein Schild wieder entladen ist. So, rote Verbindung. Yeah. Ja, da ist er noch. Wo ich liege? Wo liegst du denn da? Wieder auf die Beine. Ja, die macht halt Kung Fu, ne? Da muss man dann aufpassen. Also Konfusion, ne? Wie fühlt sich das an, wenn man nicht einen Schaden anzurichten? So, wo kreiselt sie? Da hinten. Es ist unmöglich. Ein Schild. Ich lasse mich hier nicht aufhalten. So.
Naja, wenn man es einmal verstanden hat, ist es jetzt nicht so besonders schwer. Ich lieg. Ja, sofort. Ah, ich liege auch und ich kriege gerade ziemlich weg. Auf die... Jetzt ist er weg. Sie hat nicht mehr was gedroppt. Hier droppt doch nichts. Instanz. Ich meine, ein kleinen Fliegenschiss, ey. Nee, also das haben sie doof gemacht hier, ey. Das haben sie vorher auch schon so gemacht. Nee, im alten Gebiet. Nein. Persönliche Geschichte 2 hast du auch nichts gedroppt. Hast du ganz zum Schluss der Instanz was gekriegt. Digi denkt jetzt an das Hauptspiel. Da stimmt es tatsächlich, da wurde noch gedroppt. Aber mit der persönlichen Geschichte war es dann vorbei. Mit der Living Story, da droppst du auch nur am Schluss. Da droppst du in der Instanz auch nichts. Also in der ganz normalen ersten Kommandeur. Geschichte, warte. Wo Zeit dann zu läuft. Also sehen, was die reden. Möglicherweise. Kaith und ich haben den Explosionsort gefunden und herausgefunden, dass etwas oder jemand den Löwenanteil der Magie aufgesaugt hat. Seine Flucht scheint mir schon sehr zur rechten Zeit am rechten Ort vor sich gegangen zu sein. Kaith, sie ermittelte wegen der Explosion. Sie bat mich, ihr zu verzeihen, dass sie das Ei gestohlen hat und so. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich glaube nicht, dass Leute sich so sehr ändern können. Zynisch wie immer. Seht ihr? Das ist der Beweis. Ich werde mich auch nie ändern. Da könnt ihr Kashmir fragen. Es wäre schwierig für mich, Kaith ihre Taten vorzuwerfen, während Mordremos am Leben war. Aber sparen wir uns das philosophische Geplänkel auf, bis wir mit dem Minister fertig sind. Dann betten wir den guten Mann mal zur Ruhe. Ich vermute, ihr meint, bringt ihn zurück in Sicherheit. Ja, Menschenpolitik werde ich nie verstehen. Wieso komme ich mir vor, als wiederholte ich mich ständig? Ich befehle, ihr folgt. Ich habe keine Ahnung, woher diese Wahnvorstellungen kommen. Es gibt nur einen weißen Mantel, ist das klar? Einen! Minister, ich verstehe ja, aber... Aber, Ruhe! Jetzt sagt mir nochmal, was dieser Steinhaufen da kann. Gibt es irgendwelche magischen Worte? Wie mächtig ist das Ding? Nun! Das ist er allerdings. Erinnert mich an einen Boss, den ich mal hatte, als ich jünger war, an dem Zuckerwatte stand. Sind alle bereit, den Laden aufzumischen? Zeit für euer Stichwort, Kommandeur. Na dann, wollen wir mal die Party stürmen. Minister Caudecus! Ihr wurdet offensichtlich gefangen genommen von diesen Eiferern des weißen Mantels. Ich bin hier, um euch zu retten und in den königlichen Palast zurückzugeleiten. Lassen wir doch die Spielchen, ja? Ignoranter Blätterheini. Ich will erst nach Götterfels zurückkehren, wenn ich die Krone trage. Verstehe ich das richtig, dass ihr zugebt, mit dem weißen Mantel in Verbindung zu stehen? Da seid ihr platt, was? Ich bin ihr oberster Anführer. Oh, wir haben ganz schön viele auf der Empore. Ja. Kommandeur, habt ihr das gesehen? Jawohl. Dann, wie von Gräfin Anis verfügt, spreche ich hiermit das Urteil über euch, Caudecus Beetlestone. Heute ist euer letzter Tag auf Tyria. Erlaubt meiner Klinge, euch Lebewohl zu sagen. Auf sie! Schaltet dieses Ding ein! Was haltet ihr von meinem neuesten Fund, Kommandeur? Das gute Stück war ein bisschen kaputt, aber ein paar Fußsteine bekommt alles wieder hin. Ich glaube, man kann mit Sicherheit behaupten, dass Caudecus keine Blutsteinmagie absorbiert hat. Sonst wäre er selbst hier unten. Zusätzlicher Schaden. So, wahrscheinlich helfen diese Blutsteindinger uns gut. Au. Weg. Ihr haltet mich nicht auf. Was ist das denn? Freitas Thron klebt das Blut des weißen Mantels. Und wir sind seine rechtmäßigen Erben. Ach ja.
Ihr seid ein Ketzer, Caudicus. Und den weißen Mantel führt ihr nicht an. Denn ich bin ihr Gott. Was? Das kann nicht sein. Das. Der letzte Morsart. Vor vielen Jahren kanntet ihr mich als Lazarus den Furchtbaren. Ich bin vom Rande der Existenz zurückgekehrt. Nein! Ihr seid ein falscher Gott! Der weiße Mantel gehört mir! Hört nicht auf ihn! Leere Worte! Gesprochen von der gespaltenen Zunge einer Schlange! Der Sitz der menschlichen Macht und die Person, die ihn innehat, sind unbedeutend! Wir sind auserkoren, uns tugendhafterem Streben zu widmen! Ihr, die ihr wahrhaft an mich glaubt, ihr dürft gerne Zuflucht in meinem Licht suchen. Ihr, die ihr zweifelt, ihr dürft gerne brennen. Ich fühle mich gut. Noch nicht. Oh. Kanach, geht jetzt! Ja, da gab's wohl viele Zweifler. Steht da nicht mit offenem Mund herum! Holt mich hier raus! Nein! Oh, der Schwein. Boah, Mesmer! Aha. Ich meinte nicht Cass. Hilfreich, wenn man sie an seiner Seite hat. Ärgerlich, wenn nicht. Ich verstehe. Natürlich konnte der fliehen. Und wir haben wieder richtige Mursat hier. Ist ja klar. Oh, hier gibt's eine Truhe. Zum Plündern. Wo gibt's eine Truhe? Hier bei mir. Ja. Ach, die habe ich schon beim ersten Mal gelootet. Er ist fort. Tut mir leid, Kanna. Hast du deine Truhe? Was immer ich tun kann, um bei seiner Ergreifung zu Dein helfen. Loot. Von Lazarus gibt es anscheinend auch keine Spur. Ein lebender Mossad. Wir sollten sofort die Königin warnen. Aber an Kreiter schien er wenig interessiert. Überraschend anders als das letzte Mal, als die Mossad ihre gruseligen Vogelfüße an Stellen setzten, an denen sie nichts zu suchen hatten. Marjorie, hatte dir nicht eben gesagt, Leute könnten sich nicht ändern oder so? Tugendhaftes Streben könnte eine Menge heißen bei einem Mossad. Aber ich muss zugeben, ich bin neugierig. Genau. Sie könnten es für tugendhaft halten, aus euren Zähnen eine Halskette zu machen. Da Caudecus keine Anzeichen zusätzlicher Kraft zeigt, denke ich, wir müssen davon ausgehen, dass es Lazarus war, der hinter der Explosion steckte. Wir müssen ihn finden. Uns ein Bild davon machen, was er mit all der Magie vorhat. Caudecus wird ihn auch zur Strecke bringen wollen. Er wird die Herrschaft über den weißen Mantel nicht so einfach aufgeben. Das eine wird uns unausweichlich zum anderen führen. Dann wird dies eine gute Gelegenheit, die neue Gilde zu gründen. Eine Krise, aber hoffentlich nicht das Ende der Welt. So habe ich Krisen am liebsten. Kommandeur, hört ihr mich? Ich habe Neuigkeiten. Ich bin hier, Timmy. Was habt ihr? Es gibt da etwas möglicherweise ganz leicht, nur unwesentlich Katastrophales. Ich habe der Karte endlich genaue Lay-Mess-Werte entlockt und festgestellt, naja... Was gibt es? Primordus ist aktiv. What the... war ja klar. Festung des Beichtvaters abgeschlossen. Sehr schön. Großartig ich bin. So, abgeschlossen. Das schließen wir aber noch. Jetzt da schließen, denn wir wollen noch kurz mit den dreien sprechen. Rotlock. Sieht ganz nach der ersten Bewährungsprobe für die neue Gilde aus. Also, nix wie rein ins Feuer. Das sieht gerade aus, als würde ich Rotlock knutschen. Aber, naja, ist ein nettes Kätzchen. Ein Drache und ein Mossad. Irgendwie kommt's mir so vor, als wären wir umzingelt. Und Kenner? Ich verstehe, dass der Drache für euch Priorität hat. Meine Priorität ist leider beschlossene Sache. Kann ich nachvollziehen. Und es gab einen Beherrschungspunkt. Sehr schön. Kann man nie zu viele haben. Liebe Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.